Dup, dup, dup. Der Level war echt nicht schwer. Tanztee im Tauwetterturm. Da würde ich jetzt echt nicht sagen, das wäre ein schweres Mario Bros. Also anhand dieses Levels, nein. Nein, nein, nein. Ich bin einfach, also... Für mich ist das noch nichts. Ich brauche noch eine richtige Herausforderung. Das mit den Eiszapfen hier ist ein guter Anfang. Wow. Huhu. Okay. Interessant. Die kleinen Eiszapfen, die wachsen immer nach. Aber die großen nicht. Das ist... Gut zu wissen. Scheiße. Egal. Nichts passiert. Hab meine Fähigkeit wieder. Also, war was? Nö. Kein Wasser. So, Kaboom. Oh. Interessant. Wäre hier irgendwo links oder rechts schon irgendwo was gewesen, wo man hätte reingehen können oder so? Ich fürchte es ja fast. Boing. So. Dich mache ich so kaputt. Und dich mache ich anders kaputt. Aber die Eiszapfen können einem unter Umständen auch extrem viel... Verdammt. Extrem viel verbauen. Habe ich mehr so die Befürchtung. Weil... Was ist da oben? Weil je nachdem, wo sie dann eben stehen. Okay, das... Das ist mir zumindest mal eine Sternenmedaille, die ich auch ohne Problem bekommen kann. Aha, das ist die erste Sternenmedaille. Na gut. Habe ich zumindest bisher nichts verpasst. Danke. So, und... Checkpoint. Da lief der Level bis hierhin. Ja, ganz gut. Okay, ja gut. Und die Idee. Also die Idee ist jetzt rettungslos recycelt. Weil das kennen wir auch aus den anderen New Super Mario Bros. Teilen. Diesen Fahrstuhl des Glücks in den... In dem Eis-Dungeon, in dem Eisturm. Vielmehr. Von daher... Das Ganze in Kombination mit Eiszapfen von der Decke hatten wir jetzt zugegebenermaßen noch nicht, aber das ist jetzt keine Idee, wo ich sagen würde, wow, ist das genial. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so hoffnungslos dumm. Ich wollte es cool machen mit dem Wandsprung, hochspringen, dabei wäre es... Ich bin ja nicht weit vom Schuss gestorben. So, was nehmen wir denn mal? Wir können nochmal Pilz nehmen, so. Wenn ich zwei freie Itemslots habe, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und die Sterne müssen wir auch mal verballern, weil die braucht man sowieso für fast... Also, für die paar Welten, wo man das wirklich mal bräuchte, diesen Stern, die kann man wirklich an der Hand abzählen. Also, das sind ja, wenn überhaupt, die... Ja, keine Ahnung. Die Geisterhäuser, beziehungsweise die Höhlen oder so, die so voll Dunkelheit strotzen. Ja, in denen man nichts mehr sieht. Von denen wir bisher auch nur eine Höhle gesehen haben. Von daher ist das absolut... Naja. Bups. Von daher... Naja. Wir setzen die Sterne einfach so ein. Ja, doch. Denke ich schon. Machen wir wenigstens das Itemfenster frei. Ja, das war jetzt wieder... Das war jetzt wieder unglaublich schlau, Hering. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt machen will. Also... Oder beziehungsweise... Nein! Ah! Andere Idee! Ich bin ja auch dumm. Ich brauche die Sterne ja gar nicht... Quatsch. Die Sterne. Ich brauche die Münzen ja gar nicht... Boah, ich bin total... Ich bin heute durch den Wind, glaube ich. Ey, ich brauche die Münzen heute doch überhaupt nicht. Vor allem heute nicht. Ich brauche die Münzen doch gar nicht. Doch gar nicht selber einsammeln. Na gut, jetzt habe ich es verkackt gewissermaßen, weil ich jetzt keine... keine Eisfrucht mehr, Quatsch. Eisfrucht, boah! Ey, Hering, laber einfach nicht, spiel einfach. weil ich gar keine Eisblumen mehr habe. Sonst hätte ich einfach den Eisblock nach dem Münzen schießen können. Na gut, okay, so, dann machen wir es jetzt diesmal anders. So, Moment. Knochenheini, tralala. Das war's mir jetzt wert. Ups. Ja. Blöd ist nur... Dass ich natürlich... meine komischen Knochenfreunde nicht mehr loswerde. Nein. Ich habe keine Lust hier. Auf so eine Kacke. Auf so eine riesengroße Kacke. Vor allem auf solche Münzen und so. Habe ich keine Lust, die einen in irgendwelche Abgründe locken sollen. Also in Abgründe der Verdammnis gewissermaßen Tode. Ja, Tode. Tode, das wollte ich nur sagen.
Moment, Moment, Moment. Muss man hier mit dem Powerblock irgendetwas machen? Ja, vielleicht genau diesen Block aktivieren? Vielleicht aber auch nicht. Wo wäre denn jetzt die dritte Sternmedaille gewesen? Da muss ja jetzt links oder rechts irgendein Durchgang gewesen sein. Ja, man probiert da erstmal alle Wände aus. Viel Spaß! Gut. Bum bum, hi. Wie geht's denn so? Kamek freut sich mal wieder. Er verzaubert. Wieder bum bum. Ich dachte jetzt eigentlich die Eisfläche oder so, dass hier irgendwas passiert, aber... Na gut. So, was ist los mit dir? Ja, ja, du kannst ganz toll... ganz, ganz toll springen, wollte ich sagen. Ja, machst total fein. So, ja, ja, steh auf und... Und nochmal und bam und... Wenn man ihn das erste Mal getroffen hat, ist kein Problem. Gut, okay, wäre Bum Bum auch erledigt. Seltsames Eisschloss. Also das zum Schluss mit dem Fahrstuhl fand ich doof. Fahrstühle generell finde ich immer doof in Videospielen, aber naja. Wo auch immer da die letzte Sternmedaille gewesen sein soll, ich weiß es nicht. Wir werden das früher oder später rausbekommen. So. Wieder irgendetwas Magisches beim Schloss oder so. Der lilane Nebel. Wir haben Peach kurz schreien hören. Es ist jetzt ein lilaner Tornado, der ganz tornadige Dinge macht oder so. Autsch, mein Hintern brennt bei so viel Feuer, Piranha. Alle drei Sternmünzen gesammelt. Gut, dann gehen wir doch mal rein. Feuer-Piranha, ja? Gletscher der Stachel-Gumbas. Was auch immer mit Prinzessin los ist. Ich nehme ja... Okay, Feuer-Piranha. Zumindest haben wir nicht lange gebraucht, um sie zu finden. Aha. Ob man hier auch irgendwas mit dem Feuer dann machen kann oder so? Oh, die kenne ich. Diese Büsche. Aua. Da verstecken sich Gumbas drin. Deswegen sollte man da lieber nicht. Wir haben jetzt eben den Gumba ganz kurz gesehen. Deswegen sollte man da eigentlich nicht so reingehen. Bup, 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 bup. Oh Gott. Lasst mich mal bitte in Ruhe, Kollegen. So, genau, Pilze. Pilze sind super. Pilze sind toll. Feuerpiranhas sind prinzipiell auch toll, wenn die solche Sachen machen. Sprich, wenn die mir die Gumbas irgendwie vom Leibe halten. Oder beziehungsweise erstmal die Büsche verbrützeln. So, dass ich dann ohne Probleme auf die Gumbas draufspringen kann. Oh, dort oben will ich doch zum Beispiel mal rein. Ja, das sieht doch irgendwie so aus, als könnte man. Ja, ja, ja. So, und jetzt kommen die ganzen kleinen, süßen Gumbas da so runtergewatschelt. Und machen mir hier den Weg frei. Für diese wunderschöne Röhre. Und... Aha. Aha. Ja. Nein. Noch nicht ganz? Ja, das sieht besser aus. Ja. War das alles? Ich fürchte es ja fast. Hier in der Mitte scheinen ja irgendwie keine Blöcke zu sein. Gut. Erste Sternmedaille immerhin. Wuhu. Okay. War nicht noch die Rede? Ah nee, Stachelgumbas. Das soll jetzt einfach nur... Das ist eine sehr eisige Fläche hier. Stachelgumbas, das sind jetzt also einfach nur diese... Diese Buschgumbas. Sehe ich das richtig? So. Da kann man doch irgendwie reingehen, oder? Ja, kann man. Oh, Hering, du bist so schlau. Oh, Yoshi, oh, du bist so toll. Oh, Yoshi, du... Nein, 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 Yoshi. Ja. Wow. Mann, das war ja genial, Hering. Das war ja unglaublich toll, wie du auf deinen Yoshi aufgepasst hast. Ey, Lasagna, ich hasse Feuerbrüder. Mann, ich bin noch auf dich drauf. Ja, du bist auf mich drauf, aber ich hab dich trotzdem getroffen. Ne, 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 ich bin ein Feuerbruder. Schnu, 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 Stachelgumbas, geh mir auf den Sack, Sack, Sack. Dort könnte man hoch, wenn man Schnups Yoshi hätte. Aber ich habe Schnups Yoshi nicht, denn ich bin zu doof für diese Welt. Hier ist kein Block oder so. Wollt ihr das echt sagen? Ach, ich glaube, ihr wollt mir das total sagen. Scheiße, Mann. Der hätte so schön werden können. So schön. Aha, ja, das ist... Herzlichen Glückwunsch, das ist ihre dritte Sternmedaille. Na, toll. Ach so, nee, mir wurde ja gesagt... weiß ich nicht, machen wir das jetzt? Ja. Mir wurde gesagt,
Wenn ich mir eigentlich sicher bin, wo etwas zu finden ist, dann solle ich doch gefälligst auch nochmal in diese Scheißwelt reingehen und dann auch meinen Hintern in Bewegung setzen und dann eben diese Gegenstände auch holen. So, und genau das machen wir jetzt. Wir haben sie ja jetzt gesehen, wie es hier funktioniert. Und deswegen holen wir uns jetzt hier Yoshi Power. Spring jetzt bitte nicht wieder in den Feuerball hinein. Ja. Yoshi? Ich krieg's kotzen. So. Deswegen gehen wir jetzt wieder in diese Welt hinein. Schnappen uns Yoshi. Und dann gehen wir dort oben hin und dann holen wir uns doch diese verdammte Sternenmünze, Medaille oder so. Ihr wisst das schon alles. Also, ihr wisst sowieso alles, genau, ja. Wobei wir ja viele Leute zugucken, die keine Wii U besitzen, was auf eine gewisse Art und Weise auch verständlich sein mag, denn nicht jeder möchte mit, naja, 300 Öcken, 350 Öcken wahlweise für so eine Konsole mal ebenso ausgeben. Das kann ich vollkommen verstehen. Und... Oh. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist ja lustig. Yoshi springt einfach so auf diesen komischen Stachel-Gumbas rum. Das, was ich immer für Büsche gehalten habe, das sind tatsächlich Stacheln. Jetzt sehe ich das erst so richtig. Das sind tatsächlich Stacheln. Ich habe es immer für Büsche gehalten. Ich weiß nicht warum. Stachelige Büsche. Was heißt denn ich? Distelsträucher oder so. Okay. So. Mit Schnups Yoshi kommen wir da oben jedenfalls auch ganz leicht heran. Und... wenn wir ganz viel Glück haben, wollte ich sagen, dann können wir vielleicht noch unseren Yoshi mitnehmen. Schnee, Schnee. Genau. So. Yoshi ist total froh und glücklich, dass wir ihn haben. Und dass ich ihn gerettet habe. Und das Hammer, Feuer, was auch immer, Brüder total doof sind. So. Schnups, 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 Schnups. Yoshi hat Hunger. Bäh. Yoshi hat Hunger. Ja, ja. Yoshi. Hunger. Dab, dab, dab. Ich sehe das sofort. Wenn er Yoshi Hunger hat. Dann wird er nämlich ganz grün im Gesicht oder so. Ja. Hubidu, hubidu, hubidu. Na gut, nicht ganz. Yoshi kann mich mit seinem Flatterflug nicht mal an die Spitze des Fahnenmastes bringen? Das ist ganz schön schwach, Yoshi. Das ist ganz schön schwach. Juhu, tschüssi, Yoshi. Du, 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 du. Man kann den grünen Yoshi jetzt nicht mitnehmen, sehe ich das richtig? Die Baby-Yoshis kann man mitnehmen, aber die grünen Yoshis nicht. Interessant. Wollen wir das extra leben? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Außer, na gut, ja, wir gehen jetzt einfach mal rein, aber es dürfte eigentlich genauso, ja, genau dasselbe Minispiel wie sonst auch sein. Ja, ja, One-Up, so du, du, sammle mehr als so und so weiter und so fort. Dabei will ich doch viel lieber Pilzköpfe quälen. Schnupp, 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 schnupp. Na gut, egal. Münzen! One-Ups! One-Ups! Ganz viele One-Ups! Und Münzen! Und One-Ups! Und Bowser! Und Münzen! Und noch mehr Bowser! Und noch mehr Bowser! Und Münzen! Und One-Ups! Und wie ich konsequent auch an allen One-Ups vorbeispringe und stattdessen lieber alle Bowser-Sachen einsammle. Ich glaube, wir hatten jetzt 3 Leben und 4 Bowser, ne? Ja! Wie schade, so ein Pech aber auch. Knups, 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 okay. Weißt du was, kleiner Pilzkopf? Ich glaub dir sogar, dass du das schade ernst meintest. Ich glaub's dir. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. So. Ich wollte jetzt eigentlich voll gerne meine Eichelfrucht einsammeln. Ihr habt mir mittlerweile auch zu Abertausend geschrieben, wie die komischen Dinger eigentlich heißen. Ich weiß nicht genau, ob es Eichelfrüchte oder Eicheldinger oder... Ich weiß es nicht. Mein Gott, das sind Eicheln, ja. Aber irgendwie Power-Eichel. Da weiß der Teufel. Ja, die haben auch einen bestimmten Namen. So, jetzt haben wir noch einen Stern eingesammelt. Wir wollen doch gar keine Sterne. Stattdessen... Ja, ja, gib mir jetzt einfach meine Eichel. Mehr will ich doch gar nicht. Dankeschön. So, müssen wir ein Item einsetzen. Wo machen wir jetzt weiter?